Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple ist wieder am Start und zwar in der nächsten Woche in der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal um die kleinste 5000 mAh Aluminium Powerbank, die wahrscheinlich auch mit am besten verarbeitet ist. Und zwar haben wir hier TNTOR oder wie man die auch immer aussprechen mag. Wurden mir schon ein paar Mal in den Kommentaren vorgeschlagen, ob ich vielleicht mal so ein Ding unter die Lupe nehmen könnte, da die ja die kleinsten Powerbanks mit herstellen. Da habe ich jetzt natürlich gedacht, guckst du dir das Ding mal an und packen wir mal gemeinsam aus. Da drinnen befinden sich jetzt 5000 Milliampere-Stunden, wie man hier an der Stelle noch nicht erahnen kann. Im schicken Design, sage ich mal so, ist alles schwarz, mattschwarz gehalten. Eignet sich natürlich besonders gut als Geschenk. Wir gucken mal ganz kurz noch rein, was es noch zusätzlich gibt. Wir haben jetzt hier, man denkt, oh, ist nicht mehr so zeitgemäß. Wir haben Micro-USB-Kabel an der Stelle. Hier übrigens nicht wundern, der Zaun ist wieder dabei gewesen. Den musste ich noch ein paar Mal streichen. Und das ist immer so herrlich, wenn die Farbe klebt. Aber wir haben natürlich zusätzlich auch noch ein schwarzes Booklet. Und wir gucken mal ganz kurz, was wir da sehen. 110 Gramm, 18,5 Wattstunden und wir haben zweimal Input und einmal Output. Aha, ich dachte, Type-C kann man auch als Output benutzen, aber nein. Input ist, wie gesagt, USB Micro und Type-C mit jeweils 5 Volt 2,1 Ampere, das heißt kein Quick-Charge dabei, ganz normal. Das Ding ist halt wirklich nur Kreditkarten groß, sage ich mal an der Stelle. Dementsprechend wird es damit auch beworben. So, wir gucken nochmal hier, USB-Out ist natürlich ganz normal über USB-A, 5 Volt 2,4 Ampere maximal werden angegeben, ist ein LiPo-Akku dabei und in 25% Schritten haben wir jetzt hier an der Stelle dann auch nochmal die Punkte. Das heißt, da wird uns gezeigt, wie voll die Powerbank ist. Mit der kryptischen Schrift hier hinten können wir nicht viel anfangen. Micro-USB-Kabel ist wie gesagt dabei, ist schön und gut. Dann gucken wir uns das Gerät mal an. So sieht die Powerbank aus, also ist Aluminium gefertigt. Hier vorne an der Stelle sehen wir dann nochmal den Schriftzug, das ist klar. Hier haben wir einmal den Power-Button, da werden uns vier von den LEDs angezeigt. Ich sagte ja 25% Schritte. An der vorderen Seite oder wie man das auch immer betiteln möchte, haben wir Micro-USB, USB-C und dann USB-A. Das Ganze lässt sich natürlich zum Strom entnehmen benutzen, als auch zum Laden. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob man dann dual laden kann per Micro-USB und Type-C oder nur jeweils einen von diesen Eingängen benutzen kann. Hier steht es nochmal drauf, das ist das Modell TN5, weil 5000 mAh, da steht es an der Stelle nochmal direkt drauf. Das war's auch schon. Wir haben hier ringsrum, ich muss mal gucken, hier ist Aluminium oben und unten und das hier ist so ein Plastik-Kunststoffrand, sieht aber trotzdem sehr sauber verarbeitet aus. Die, wie gesagt, eignet sich dann schon mal so, wenn man mal sagt, Mensch, ich habe jetzt mein Smartphone dabei und wenn wir mal schauen wollen, wie groß die Powerbank ist. 5000 mAh. Natürlich ist hier die Technik noch mit bei. Der Akku dürfte ungefähr bis hier gehen. Ist das meistens jetzt so ein moderner Smartphone-Akku, wie man jetzt hier mit 4000 mAh zum Beispiel drin hat. Dementsprechend ist hier der USB-Port oder die USB-Ports plus die ganze Elektronik. Ist halt kein Rundzellen-Akku, sondern es ist einfach nur ein flacher Akku, wie wir jetzt hier an der Stelle so sehen können. Das ist schon mal recht praktisch. Das heißt, wir werden es jetzt folgendermaßen anschließen. Und zwar erstmal hier. Gehen wir mal ran. Mal gucken, ob die ein Auto on hat. Das heißt, also ich brauche vielleicht kein Power drücken. Was ist da los? Falsch rum. Sehr gut. Okay, hat sie. Auto on ist also dabei. Sobald Kontakt hergestellt wird, sehen wir, was hier los ist. Wir resetten das Teil jetzt hier an der Stelle erstmal nochmal ganz schnell. Und dann wird es auch schon wieder unscharf. Ja, genau. Jetzt haben wir es. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, was da an Power überhaupt rausgeht. 110 Gramm, wie gesagt, ist das Gerät schwer. Man soll beim Galaxy S10 Plus eine komplette Aufladung an der Stelle jetzt hier schaffen. Und beim iPhone 11 Pro 1,2 Charges. Okay, dank USB-C sollte das ja dann auch kein Problem sein. So, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt hier das Gerät einstecken. So, per Micro-USB erstmal. Da ist sie schon wieder ausgegangen. Das heißt, nach einer Weile stellt die sich auch von selbst wieder aus. So, der Ladevorgang startet hier an der Stelle. Ich mache mal ein Display aus, um mal zu sehen, was da so passiert. Pegeln uns erstmal gemächlich bei 1 Ampere ein. Das ist jetzt noch nicht so das Gelbe vom Ei. Ich sag mal so, als Notfall-Powerbank, wenn man das Gerät in der Tasche hat, ist es auf jeden Fall besser als nichts. Somit könnte man bei 1 Ampere ca. 5 Stunden lang Strom entnehmen. Vielleicht aber auch nur 4, 4,5, weil wir ja einen Ladeverlust haben.
Das passiert also jetzt hier über Micro-USB. Okay, sieht schon mal nicht weiter schlecht aus. Mal schauen, ob wir da vielleicht noch ein bisschen mehr rausbekommen können. Machen wir mal folgendermaßen den Test. Ich nehme mal statt zu meinem Smartphone jetzt hier erstmal eine weitere Powerbank. Legen wir an die Seite und dann machen wir den Ladetest Powerbank auf Powerbank. Ist eigentlich eine Power Delivery Powerbank. Mal sehen, ob wir da über die 1 Ampere auf jeden Fall erstmal kommen oder nicht. Im Gegensatz ist es sogar noch langsamer. Bei 740, 760 sind wir jetzt hier. Wobei man jetzt hier, wie gesagt, keine Schnellladetechnologie oder erhöhten Werte erwarten darf. Weil, wie gesagt, es geht ja hier um die minimale Größe. Wenn wir jetzt mal den Vergleich haben, das ist zwar eine Power Delivery Powerbank mit 10.000. Aber wenn wir jetzt hier mal so schauen, Technik muss ja trotzdem irgendwo verbaut werden, sieht das Gerät doch schon mal an sich gar nicht so schlecht aus. So, das ist ja nun wirklich hier eine, ja, keine Rennmaus, wie ich das hier so feststelle. Ich habe jetzt hier gerade mal die Kabel getauscht. Das hatte ich eben dran. Das ist jetzt das Neue. Wir sind jetzt bei einem Smartphone-Ladewert von 1,2, maximal 1,27, 1,3 Ampere, okay. Aber mehr kommt da wirklich jetzt an der Stelle nicht raus. Wie gesagt, es ist halt eine schicke Powerbank, die halt jetzt den Notbehelfsstrom an der Stelle jetzt hier ausspucken soll. Hier funktioniert das Ganze auch. Das heißt, er lädt jetzt hier erstmal rein. Hier funktioniert das, ihr seht das. Allerdings, wenn ich jetzt hier eine Powerbank anschließe, irgendeine andere, als Test, wie wir das Ganze jetzt hier mal ausprobieren wollen, die ist ja so gut wie leer. Mal schauen, was da passiert. Kommen wir nicht mal auf 1 Ampere. Das ist jetzt, wie gesagt, Auslegungssache. Ich weiß jetzt nicht direkt, woran es liegen soll. Wir machen jetzt Folgendes. Und zwar nehmen wir jetzt ein Type-C-Kabel und laden das Ganze mal mit Type-C. Das heißt, rausgenommen. Ziehen wir mal ab, gehen wir hier mal an die Seite ran. So, ich bin jetzt mal gespannt, ob die sich gegenseitig verstehen, was ich von denen will. Ach so, Moment, ich habe ja gesagt, das ist ein Eingang. Stimmt auch wieder. Das heißt, jetzt werden wir gleich wahrscheinlich nur eine Richtung sehen können, aber wir probieren es trotzdem mal aus. Und zwar müsste jetzt diese Powerbank die hier laden. Und ich glaube, so kommt es auch zustande. Genau so ist es. Das heißt, wir drehen mal um. Daran sehen wir schon sehr gut, dass die untere, die obere jetzt hier lädt, weil es halt wirklich kein Ausgang ist, sondern nur ein Eingang. Ja, okay. 1,3 Ampere, also auch hier die versprochenen Werte werden leider nicht eingehalten. Jetzt nicht weiter schlimm. Wir machen folgendermaßen jetzt mal den Test. Ich werde jetzt zum Spaß, nee, das ist ja Blödsinn gewesen. Ich werde jetzt zum Spaß halt doch so, müssen wir es machen. Mein Smartphone hier mal in dem Fall das S20 Plus anschließen. Ja, da dürfte ja eigentlich nur das Telefon wahrscheinlich jetzt dann noch hier versuchen, den Akku zu laden. Andersrum funktioniert es nämlich nicht. Wir sehen, der Bildschirm bleibt an der Stelle dunkel. Ziemlich schade. Okay, wir nehmen noch mal eine andere Powerbank. Die ist nicht so leer. Die ist etwas voller. Mal sehen, ob da ein bisschen mehr Batz durchkommt. Machen wir mal an. Die kommunizieren anscheinend beide jetzt hier rüber. Keiner weiß so richtig, wer gibt zuerst nach. Nee, das funktioniert also definitiv hier so nicht. Okay, das heißt, probieren wir es mal ohne Messgerät. Ob die sich jetzt aufladen lässt. Aber auch da reagiert sie gar nicht, wie man so sieht. Ist also wieder hier so ein bisschen wählerisch. Das heißt, wir versuchen es nochmal von der unteren hier auf die obere. Das funktioniert sofort. Das ist wieder das USB-C-Ladeprotokoll, was manchmal keiner so richtig nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, wonach das jetzt genau geht. Hatte ich schon ein paar Mal, dass Powerbanks sich untereinander nicht erkannt haben, was ja kein Thema ist. Aber wie gesagt, dementsprechend muss man natürlich sich da nicht wundern. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Oh, hier kommt sogar mehr. Das liegt vielleicht ein bisschen auch am Messgerät, man weiß es nicht. Wir sind jetzt bei 1,5, maximal 1,6 Ampere hatten wir eben, sprich so 7 Watt, was jetzt hier reingeht zu Aufladungszwecken, auch nicht schlecht. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich nochmal testen, wenn wir jetzt hier, und zwar ganz einfach das Kabel nochmal benutzen, was ich gerade schon mal hatte. Jetzt machen wir also den Test hier USB-A Aufladung auf Micro-USB. Mal gucken, ob wir da ein bisschen schneller vorankommen, ob das jetzt hier an der Stelle was bringt. Gucken wir mal, auch hier Aufladungsmenge langsamer. USB-C holt halt wirklich immer noch ein bisschen mehr raus, wie wir jetzt hier so sehen. Da gehen jetzt 900 mA circa rein. Da sieht man es nochmal ganz klar und deutlich. Interessant. Wenn wir den Spieß jetzt nochmal umdrehen, das heißt, das, was jetzt hier natürlich irgendwo reingeht, wollen wir ja auch wieder rausholen. Am besten mit der maximalen Geschwindigkeit.
Na, mal sehen, was er sagt. Naja, immer noch langsamer. Ach du, da sind es nur 600 Milliampere. Na, wie gesagt, im Endeffekt ist das halt eine kleine Powerbank. Ich habe gerade mal noch mal schnell eben eine rausgesucht und zwar auch mit Rundzellenakkus. Das sind hier die 5000 Milliampere. Da sieht man es an der Stelle ganz gut. 5000 Milliampere Kapazität, da ist es. Allerdings mit Micro-USB und nur einem USB-A und kein USB-C. Das ist dann halt Rundzellenakku versus Flachzellenakku. Schon Unterschied, also ob man jetzt so ein Ding in der Hosentasche hat oder einen, der sich halt so ein bisschen abschmiegt. Ist beides Alurahmen jetzt hier, könnte man wahrscheinlich nur alles austauschen, weil es zum Aufdrehen ist. Aber gut, das nur mal so am Rande bemerkt. Gut, das funktioniert an der Stelle also kaum. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn wir jetzt noch das USB-C-Kabel anschließen. So, also jetzt von der Powerbank in die rein. Mal sehen, ob sie Pass-Through-fähig ist. Das heißt, dass die gleichzeitig laden und entladen kann. Und das sieht ganz schlecht aus. Ich dachte schon, da kommt was, aber nein. Jetzt wird von der hier per USB-C mit 8 Watt reingeladen, sprich 1,65 Ampere, 5 Volt gehen hier rein und 20, oh wei, ja, 20 Milliampere gehen jetzt hier rein. Das funktioniert also nicht. Das heißt, jetzt drehen wir auch mal hier den Spieß um. Bin jetzt mal sehr gespannt, ob wir eine Dualaufladung hinbekommen, ob die Technik das im Internen verarbeiten kann. Wir werden es gleich sehen. Das ist jetzt eine auch sehr interessante Sache. Also er stößt über Micro-USB offenbar eine Spannung aus, obwohl er ja eigentlich eine Spannung annehmen sollte. Das ist ja auch interessant. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert, wenn wir die jetzt hier live anschließen. Ob das hier auf beiden Seiten gleichzeitig was wird oder nicht. Wir machen es erstmal so, wir ziehen den hier nochmal raus. Das heißt, das Kabel kurz mal unterbrechen. Dann fängt er an, mit 1 Ampere per Micro-USB reinzuladen. Okay, und dann geben wir einfach nochmal das zweite Kabel hinzu. Und dann, das ist jetzt interessant, das funktioniert. Anscheinend wirklich. Ich kriege ja, wie soll ich das sagen, eine binaurale Aufladung hin. Also zweifach. Einmal von dem per Micro-USB mit 680 Milliampere hier rein. Und gleichzeitig nochmal 1,2 Ampere hier raus und hier rein. Das wären ja dann 2 Ampere knapp. Knapp. Das ist interessant. 1,9 Ampere gehen jetzt hier rein über zwei Anschlüsse. Das hätte ich jetzt an der Stelle nicht gedacht. Da hat sie mich jetzt doch ein bisschen überrascht, dass hier die 1,2 Ampere reinfließen und dass hier nochmal die 680 Milliampere reinfließen. Das ist jetzt echt interessant. Das heißt, runden wir auf 700 plus 1,2 sind 89, 1,9 Ampere gehen jetzt dann darüber rein. Auch wenn das jetzt natürlich nicht das Optimum ist, so ein Mini-Ding mit 5000 Milliampere-Stunden aufzuladen mit zwei Anschlüssen, sprich Micro-USB und USB-C. Trotz alledem eine wirklich sehr schick verarbeitete Powerbank. Muss ich jetzt mal so an der Stelle ganz einfach sagen. Hier kann man es ja nochmal direkt auf den ersten Blick sehen. Ist wie gesagt sehr kompakt gebaut. 5000 Milliampere-Stunden sind jetzt hier drin. Das ist praktisch bei den Maßen 110 Gramm, 10 Zentimeter mal ja, nur 10 Millimeter Höhe. Also wirklich extrem flach. Wenn man das mal hier so fingermäßig vergleicht, ist der Finger auf jeden Fall dicker. Das ist schon echt eine ordentliche Sache. Und dann haben wir nochmal die 6 cm Breite an der Stelle. Ja, einmal Galaxy S10 Plus soll damit aufgeladen werden können. Und auch hier steht Portable Chargers. Das funktioniert. Allerdings, wie gesagt, wird es hier beworben, dass es natürlich etwas besser funktioniert. Maximal 2 Ampere sollen reingehen. Das schaffen wir mit einem Anschluss leider nicht. Nur mit zweien. Das machen jetzt, denke ich mal, die wenigsten. Kostenpunkt an der Stelle mit 18,99. Ich sage mal so, kommt auf das Design drauf an. Ist noch vertretbar, wenn man das Design definitiv mag und eine ultrakompakte, flache Powerbank haben möchte. Wobei, wenn man die beiden nebeneinander legt, ist, na klar, ist die kleine immer noch etwas flacher als meine Zehntausender, wenn man das so will. Aber die hat auch Power Delivery 18 Watt. Das hat die hier nicht und kostet aber auch nur 18 Euro. Muss man an der Stelle halt immer mal überprüfen, was man an der Stelle so braucht. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen.